Wer mit offenen Augen das Festival Denkmal Kunst betrachtet, gewinnt unendlich viele Eindrücke. Es lässt sich aber auch die besondere Atmosphäre mit geschlossenen Augen genießen. Eine der Ausstellungen im Kellerraum des Welfenschlosses von Patricia Kehner befasst sich mit dem Thema Augen. Künstlerin Heike Kahlert hat ein imposantes Werk zum Thema Stapelrecht geschaffen. Mit 9 anderen Münchner Künstlerinnen und Künstlern hat sie den Charakter des Gebäudes Packhof als Herausforderung gesehen. Lady in Red ist Jutta Gottschalt, die 2 Räume des Hauses vor der Burg 19 mit vielen Utensilien in Rot geschaffen hat. Skulpturen, Metallblüten und viele Objekte aus Metall sind in und vor der Meurerscheune zu sehen. Für die Besucher ist es bereits ein Erlebnis, die sonst geschlossenen Gebäude zu betreten, wie hier das Haus Burgstraße 23 oder den Gewölbekeller im Schloss. Dass man auch im Bereich Textilien künstlerisch tätig sein kann, beweist Elke Luise Vogel im Haus Burgstraße 53, der ehemaligen Schlafstätte für durchreisende Obdachlose.